So, willkommen zurück. Was soll ich groß sagen? Da sind wir stehen geblieben und da machen wir auch gleich weiter. Und überlegen uns gerade, wo wir eigentlich hin wollen. Aber ein bisschen gucken sagt schon alles. Wir müssen nur noch aufkommen. Jetzt. So. Und zapp, zarab. Da geht's nicht weiter. So. Jo, Meister. Okay. Ach, der Ezio hat schon nicht einfach. Der arme alte Mann. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon! Nein! Ah! Springt er. Sorry, mein Fehler. Ach ja. Mir da so, mir da so. Manchmal klangst du gern mal selber ins Hirn. Jetzt pack damit der Hakenklinge auch zu. Wie ich mir das gewünscht habe. Oh, gibt es hier kurz was zum Abstauben? Nein. Dann gehen wir mal weiter in die Höhle hinein. Den Alasin einsetzen. Lass uns noch schnell die Truhe plündern. Bevor er hier wieder irgendwo durchmarschiert. Da ist eine verborgene Tür. Aber vorher nehmen wir auch diese Truhe noch mit. Okay, und natürlich diese. Jetzt soll mir ja keiner sagen. 1615 Florentina. So. Patz. Und der nächste Mal sei Jaff-Schlüssel. Ja, in 6 Minuten habe ich es leider nicht geschafft. Wäre ja zu schön gewesen. Und ich bin ja schon froh, dass ich hier nicht selbst den Weg rausfinden muss. Ja, dann kicken wir mal. Meister. Çok fazla çalışıyor. Bütün gün kutu taşıyorum ve akşamları babamın fırında yardım ediyorum. Hiç boş vaktim yok. So. Ich denke mal, wir müssen zu Milady zurück. Gucken wir noch mal kurz, wo sie denn war. Mir Sandor. Und da hinten ist die nächste Sophie-Erinnerung. Gehen wir doch dahin. Bereit sein, es mit diesen Fäusten aufzunehmen. So. Die Stadt wird wieder einmal von der Anwesenheit des Schimmels. Immer auf die Kleine.
Nichts, kein Problem. Na, jetzt sehe ich gerade nichts. Ja, gehst du jetzt endlich mal drauf? Na, mitnehmen will ich nicht. Der kann doch locker bleiben. Na, plündern. Abscheulich, perverser Teufel. Wie kann man sich nur zu so etwas herablassen? Ehrloser Dieb. Hey, die wollten mich abschlachten. Blut, ich verschwinde besser. Ah, noch eine arme Seele genommen. Und auch noch hier. Du Dieb, kein Respekt vor den Toten. Ey, irgendwo muss das Geld herkommen. Die hatten was zu mir zu verbergen. Das sehe ich nicht gern. So. Gehen wir weiter. Hey, halt. Bist du noch bei Trost? Da wollte ich lang. Lass los. Ja, verplant wie immer, der mir da so. Und er heilt sich mal schnell. Zum Doc können wir nachher gehen, das müsste noch reichen. Also. Na, Bomben könnte ich auch mal langsam wieder welche basteln und sie auch mal etwas aktiver nutzen. Jetzt gehen wir schnell zum Schmied. Wenn wir schon mal da sind. Haben wir was zu reparieren? Alles reparieren. Yes. Schadet nicht. Amboss kann man nicht leisten. Bis dann. So, widmen uns wieder der Erinnerung und gehen wir mal in unser Büro, sag ich jetzt mal. So. Na, da läuft er wieder nicht schneller. Stylisch. Walk the line. Come on. Yes. Du bist cool. Du bist cool. Du bist sexy. Yeah. Yeah. Du bist der beste Ezio. Come on. Gib's mir. Zeig's mir. Stylisch, stylisch, stylisch. Yes. Wackel mit den Hüften, wackel mit den Schultern. Oh, Baby, du bist der Beste. Zeig's dem Publikum. Yeah. Und einmal noch. Na. Oder auch nicht. Ihr hieltet Feuer in der Hand, alter Mann. Es hätte zerstört werden müssen. Und damit das einzige zerstören, das die Kreuzzüge beenden und wahren Frieden schaffen kann? Niemals. Vergebt mir, mein Lehrmeister. Doch der Apfel hat euch verdorben. Und durch euch hätte er uns verdorben. Ihr musstet sterben, damit wir leben können.
Ist der Zauberer tot? Ist es wahrhaft vorüber? Er war kein Zauberer. Nur ein einfacher Mann, der Illusionen erzeugte. Ist das Holz geschichtet? Ist es, aber... Altair, einige der Männer werden das nicht gutheißen. Überlass das mir. So, Altair hat seinen Mentor Al-Mualim eliminiert, da dieser die Assassinen betrügen wollte. Vergewissern Sie sich, dass Al-Mualim wirklich tot ist und die Assassinen verstehen, warum er sterben musste. Nicht mehr als 3 Synchronisationspunkte verlieren. Oho. Könnt ihr ein Pferd reiten? Kann ich. Ja. Ich bat Malik, die Kunde von Al-Mualims Tod in Jerusalem zu verbreiten. Würdet ihr nach Akon reiten und dasselbe tun? Natürlich. Was für ein Durcheinander. Was geschieht hier? Ja, geht's halt aus dem Weg. Der Funk ist uns nur zum Stinger, oh. Wie konnte es dazu kommen? Mein Verstand war klar, aber mein Leib, er war wie gelähmt. War unser Mentor der Auslöser dieser Wirren? Das glaube ich nicht. Al-Mualim. Was ist hier geschehen? Unser Mentor täuschte uns alle. Die Templer verdarben ihn. Wo sind eure Beweise? Kommt mit mir, Abbas. Ich erklär's euch. Und falls mir eure Antworten nicht reichen? Ich rede, bis ihr zufrieden seid. Erinnert ihr euch an das Artefakt, das wir Robert de Sable abnahmen in Salomos Tempel? Das Artefakt, das ihr beschaffen solltet und andere brachten? Ja, es ist eine Templerwaffe. Der Edenapfel. Es erzeugt Illusionen und beeinflusst den Verstand. Eine tödliche Waffe. Und ihr glaubt, Al-Mualim stand unter seinem Zauber? Jawohl. Heute benutzte er den Apfel, um Masyaf zu versklaven. Ihr habt es doch selbst gesehen. Ich weiß nicht, was ich sah. Hört zu, Abbas. Der Apfel ist sicher in Al-Mualims Kammer. So ich fertig bin, zeige ich euch, was ich weiß. Ach, da geht ein Weg runter. Depp. Wart, ich komme. Na, der schnauft ja ganz schön, der Kerl. So, dann legen wir mal ab. Altair! Nein! Ich muss sicher sein, dass er nicht zurückkehrt. Das ist gegen die Regel. Eines Mannes Leiche zu verbrennen ist verboten. Der Frevler! Hört mich an! Diese Leiche könnte eines von Al-Mualims Phantomen sein. Ich muss sicher sein. Lügen! Schon euer ganzes Leben beschmutzt ihr unser Credo. Ihr beugt die Regeln, wie es euch beliebt, während ihr die um euch herabsetzt und beleidigt. Zügelt ihn! Hast du nicht gehört? Al-Mualim war verhext. Na toll. Warnung, im Zielgebiet bleiben. Wenn sie diese Fäustchen bereits halten und fähig. Ich werde alles tun, nur lass dich gehen. Geh, los! Na! Was glaubst du, was du da tust?
mich nicht töten. Ich gehe einfach. Ach so, ich muss eine gewisse Menge an Assassinen entwaffnen. Es genug. Es tut mir leid. So.